Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Ich werde weiter meine Schminksammlung ausmisten. Heute ist Blush dran. Ich habe mir für heute einiges vorgenommen, denn ich denke, ich werde im Anschluss auch noch meine Bronzer aussortieren. Dazu gibt es allerdings dann ein separates Video. Ich habe mich heute mal hier so hingesetzt, weil ich dachte, das ist vielleicht nett, so mich in meiner gewohnten Umgebung zu sehen. Hier ist alles schön ausgeleuchtet und ich kann euch die Produkte eben so zeigen, dass ihr sie gut sehen könnt. Es ist nicht allzu viel, was ich heute ausmisten werde, das kann ich schon mal sagen. Ihr werdet trotzdem alle meine Blushes, meine Rouges hier zu sehen bekommen natürlich, die ich noch habe. Aber ich habe vor einiger Zeit, so ungefähr vor einem Dreivierteljahr bis ein Jahr, richtig fett ausgemistet und habe wirklich nur noch die Blushes behalten, wo ich dachte, die sind mir irgendwie ans Herz gewachsen, die benutze ich weiterhin, habe aber jetzt festgestellt, dass ich in meinem Alltag doch viel weniger benutze, als ich hier noch liegen habe. Und deswegen mache ich heute hier auch nochmal so einen kleinen Rundumschlag. Und ich würde sagen, ich laber nicht lange herum, wir fangen direkt an. Blushes von Sleek, die waren eine Zeit lang total in und ich habe auch wirklich einen davon heiß und innig geliebt. Und zwar ist das die Farbnuance Rosé Gold. Erstmal sind die schön verpackt, klein und handlich und flach. Die haben alle einen Spiegel mit drin. Den sieht man hier. Und das ist die Farbe Rosé Gold von Sleek. Ein wunderschöner Ton, gleichzeitig so ein Highlighter mit eingebaut. Bei mir sieht man den allerdings auf den Wangen am besten, wenn ich so hell wie möglich bin. Also ist das wirklich ein reiner Winterblush eigentlich für mich. Und ich bin da noch unschlüssig, ob ich den jetzt letztendlich behalte oder nicht, weil ich den eben so geliebt habe, weil der schon Hit the Pan hat. Ich kann ihn also jetzt schlecht verschenken oder gar verkaufen, das sowieso nicht. Aber der ist auch schon sehr alt. Also ich würde fast sagen, ich gebe den ab, aber ich bin mir da noch unschlüssig. Deswegen kommt der jetzt auf mein Häufchen mit. Ich weiß noch nicht so genau. Ich habe hier ein Häufchen mit, kommt weg, wird verschenkt oder abgegeben oder auch weggeschmissen, wenn sie wirklich zu alt sind. Und natürlich die, die ich behalte. Dann habe ich hier einen Blush von Flor Mar, den ich auch nicht ganz so gerne trage. Klingt jetzt ein bisschen undankbar und gemein, aber der sieht so aus. Der ist halt eben pink und hat auch diesen Schimmer mit drin. Kommt dem Rosé Gold ganz ähnlich, hat aber so ein bisschen so einen anderen Farbton noch. Den habe ich allerdings geschenkt bekommen von der lieben Heidi mal. Und deswegen behalte ich den natürlich, weil geschenkte Sachen gebe ich nicht ab. Der ist, wie gesagt, von Flor Mar, ein Terracotta Blush in der Farbe Shimmer Pink. Den finde ich eigentlich auch sehr schön, aber ich benutze ihn so gut wie nie. Also das ist mehr so ein nostalgisches Aufbewahrungsrouge. Kommen wir zu dem ersten, das ich abgeben werde. Das ist von Zoeva, eine Palette. Die heißt Coral Spectrum und sieht so aus. Die wollte ich schon mal abgeben. Ich glaube, damals bei Snapchat oder so hatte ich die mal angeboten oder bei Instagram. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall nur in den Stories, wenn. Die wollte irgendwie keiner so wirklich haben und deswegen kommt die jetzt weg. Also das ist eigentlich eine schöne Farbzusammenstellung. Die sind allerdings sehr leicht pigmentiert. Man sieht sie auf meiner Haut kaum, außer den kräftigsten Ton hier. Und deswegen kommt die jetzt in die Adios, Amigo. Kiste. So, mache jetzt mal weiter mit den Sleek Blushes. Ich habe nämlich hier noch weitere, die ich eigentlich super schön finde. Und zwar ist das einmal Sunrise. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Auch der hat diesen Highlighter-Schimmer mit drin. Ist aber so ein bisschen mehr so in die bronzige Richtung. Und die mag ich eigentlich total gerne. Also die Sleek Blushes, denke ich, werden bleiben. Ich bin mir noch unschlüssig bei der Farbe Suede. Das ist dieser hier. An sich eine schöne Farbe. Ich habe aber viele ähnliche hier. Deswegen denke ich, gebe ich den ab. Man sieht den auch schlecht auf meiner Haut und ist eigentlich ein schönes Schätzchen, was ich mir damals bestellt habe über Amazon, glaube ich, habe ich meine ganzen Sleek-Sachen bestellt. Aber der kommt jetzt weg. Hier habe ich noch zwei Schätzchen, die mir geschenkt worden sind. Und zwar sind die beide von Stila, gebe ich natürlich auch nicht ab. Wobei ich die eine Farbe auch nicht trage. Das sind diese beiden Schätze hier. Also von oben sehen die so aus. Steht einfach nur Stila drauf. Da ist auch jeweils ein Spiegelchen mit dabei. Dieser krasse Ton hier ist die Farbe Self-Adjusting Pink. Den benutze ich so gut wie nie, hebe ich aber trotzdem auf, wie gesagt. Und das hier ist die Farbe Self-Adjusting Bronze. Den benutze ich ganz gerne mal zwischendurch. Der ist auch schön dunkel, passt gut zu meinem Hautton und deswegen dürfen diese beiden auf jeden Fall bleiben. Hier ist noch ein Blush von Sigma, der wurde mir mal zugeschickt. Und zwar ist das der Nymphea Aura Power Face Powder. Nymphea heißt er, glaube ich. Auch Pink. Pink ist nicht so meine bevorzugte Rougefarbe, wie ihr, glaube ich, merkt. Und deswegen darf der weg. Den habe ich auch nie benutzt. Ich kann also gar nichts dazu sagen. Der kommt jetzt auf jeden Fall in die Adios Amigo Kiste. Und dann habe ich noch einen, den ich auch mal geschenkt bekommen habe von einer Zuschauerin. Sie hat mir ihn zugeschickt. Das ist von Sephora. Gibt es ja mittlerweile in Deutschland. Damals gab es das nicht. Die Farbe Fuchsia Glacé oder Icy Fuchsia steht hier drauf.
Der sieht so aus. Auch der hier, mehr aus nostalgischen Gründen wird er aufbewahrt, weil es halt eben mal ein Geschenk war. Dann habe ich selber einen aus nostalgischen Gründen aufbewahrt. Das war nämlich ein Blush oder ist ein Blush aus einer Essence LE. Aus der Cookies and Cream LE, den habe ich super gerne getragen zur damaligen Zeit, als es diese Limited Edition gab und auch in der Zeit danach. Das ist die Farbe 01 Cake Pop That's Top. So heißt der. Und das ist ein wunderschöner Aprikot-Pfirsichton. Schon fast so ein bisschen bronzig. Der ist wunderschön. Hat auch so einen leichten Schimmer dabei. Und ich liebe den heute noch. Hab den nur jetzt super lange nicht mehr benutzt. Aber dadurch, dass es den halt auch nicht mehr gibt und dass der aus einer LE war und so, behalte ich den auch. Welcher sich jetzt allerdings verabschieden darf, und der ist ebenfalls aus einer Limited Edition von P2 gewesen, die Farbe 020 Beach Fever aus der Catch the Glow LE. Den habe ich auch eine Zeit lang vergöttert und immer wieder getragen. Ist mehr so ein heller Bronzeton mit ganz leichten Glitzerpartikeln drin. Ja, ich benutze den einfach nicht mehr und deswegen kommt der weg. Ebenso wie der P2 Glow Touch Blush in der Farbe Touch of Amber. Den habe ich auch eine Zeit lang super viel getragen, aber ich habe hier einfach zu viele Blushes, dass ich wirklich rigoros mal so ein bisschen. Ich habe jetzt also gemerkt, dass ich seit ich vor ungefähr einem Jahr ausgemistet hatte, doch viele von den Blushes hier nicht mehr in der Hand hatte und doch nicht benutzt habe. Und deswegen kommt der jetzt schlussendlich auch weg. Ebenso, obwohl der ist eigentlich schön, von L'Oréal habe ich hier noch aus dieser Sculpt-Reihe Blush Sculpt, ein Trio Contouring Blush in der Farbe 101 Soft Sand oder Amber oder Ombre. Den fand ich auch ganz, ganz toll. Also das ist eine wunderschöne Farbe und ich glaube, den würde ich glatt noch aufheben. Der hat auch so einen Highlighter-Ton mit drin, so einen mittleren Ton und so einen Blush-Ton. Da kann man schön mit einem kleineren Pinsel reingehen, hier mit sowas, ne? Und dann wirklich die Farben so auswählen. Ich habe immer die oberen beiden genommen, vermischt und dann hier so als Blush-Highlighter aufgetragen. Der ist echt schön. Den behalte ich. Ebenso wie diese beiden Schätze hier von Wet n Wild. Die Farben sehen fast gleich aus, sind sie aber nicht. Das hier ist die Farbe Mellow Wine und das hier ist Pearlescent Pink. Also der hier war ganz, ganz lange, der Pearlescent Pink war ganz, ganz lange einer meiner absoluten Lieblingsblushes. Obwohl der krümmelt und obwohl der so ein bisschen pink ist, hat er doch die perfekte Pinkfarbe, die mir noch steht und die ich noch gerne mag. Und der Mellow Wine ist halt ein bisschen dunkler. Ich halte die mal nebeneinander. Also das hier ist Mellow Wine und das hier ist Pearlescent Pink. Der schimmert auch so ein bisschen. Da seht ihr vielleicht auch ein bisschen den Farbunterschied. Die beiden, ja, behalte ich. Finde ich beide immer noch gut. Benutze ich ab und zu noch. Hier habe ich wieder ein Geschenk von der lieben Heidi. Das ist ein Clinique Blush in der Farbe Precious Posy. Ebenfalls wieder so ein leichter Pinkton. Und ein bisschen hell für meinen Hautton, aber wie gesagt, hier so ein Spiegelei und so, das ist halt so ein hochwertiges Produkt, kann ich mit Sicherheit mal gut verwenden für ein High-End-Make-up oder sowas, auch wenn ich ein bisschen heller bin. Und den behalte ich auf jeden Fall, weil der einfach irgendwie schön ist. Der ist auch wieder so mehr so ins Pinke, was für mich im Alltag nicht so in Frage kommt. Das sind so die, zu denen ich am wenigsten greife, aber sei es drum. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ah, das ist was ganz Tolles von e.l.f. Und ich habe gesehen, dass e.l.f. Cosmetics jetzt auch bei Douglas vertreten ist. Ich weiß nur nicht, ob es dieses Produkt da gibt. Das ist ein Contouring Blush and Bronzing Powder in der Farbe St. Lucia oder St. Lucia. Und zwar ist das ein Bronzer und ein Blush. Die sind beide super schön und das soll ein Dupe sein zu einem NARS-Produkt. Das soll so sein wie der NARS Laguna Bronzer und das hier wie der Orgasm Blush. Also das habe ich mir damals auch über Amazon bestellt, weil es das hier halt in Deutschland nicht woanders gab. Ich weiß auch nicht, ob es das jetzt bei Douglas gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein Duo, was ich definitiv behalten werde. Der Bronzer hat goldene Schimmerpartikel drin, der Blush ebenfalls. Das harmoniert sehr schön zusammen, wenn man das beides zusammen auf den Wangen trägt. Ich mache jetzt mal einen Sprung in die Cream Blush Welt. Und da habe ich hier einen, den ich wirklich häufig auch benutzt habe. Das ist ein Multi Blush von Clarins in der Farbe 04 Rosewood. Wieder so rosig. Und ich bin nicht so ein Freund von Cream Blushes. Ab und zu muss es aber einer sein, speziell in den warmen Sommertagen, wenn man sich den hier so hintupft. Cream Blushes halten grundsätzlich, finde ich, länger als Puder Blushes. Den hier werde ich allerdings abgeben, weil ich den wirklich eine Zeit lang häufig benutzt habe und dann ist der in die Ecke gegangen und ich habe den doch nicht mehr benutzt. Es gibt andere Cream Blushes, die ich häufiger und lieber benutze. Und zwar zählen dazu die Max Factor Miracle Touch Creamy Blushes. Die hole ich immer wieder raus, speziell im Sommer. Da habe ich einmal hier die Farbe Soft Copper. Das ist mehr so ein bronziger Ton. Super schön, auch wenn man gebräunt ist. Den kann man sich schön hier so hintupfen. Das ist so eine Mischung aus Bronzer und Cream Blush. Und wenn man trockene Haut hat,
ist Cream Blush toll. Der bleibt auf jeden Fall hier, ebenso wie der Soft Murano. Der ist so ein bisschen dunkler, so ein bisschen mehr ins Rosenholz gehende, aber auch der sieht ganz toll aus auf den Wangen. Also wenn ihr irgendwo Max Factor habt und die Möglichkeit, da mal nachzuschauen, nehmt euch mal so einen Tester und testet die mal auf dem Handrücken. Beides super, super schöne Farben. Das sind also Cream Blushes, die auf jeden Fall bleiben dürfen. Hiervon wollte ich auch einen behalten. Die sind beide von L'Oréal. Und zwar einmal der Infallible Longwear Shaping Stick in der Farbe 002 Rosy Nude, weil der wirklich sehr, sehr gut aussah auf meiner Wange. Das ist so ein, ja, auch wieder so ein Rosenholz, leicht bronzig. Der hält auch sehr, sehr schön auf den Wangen. Also der hat mir immer sehr gut gefallen, wenn ich den getragen habe. Und wenn man den so verblendet, hat der so einen leichten Schein. Also es sieht auch sehr gesund aus. Das ist also auch der dritte Cream Blush, der bleiben darf. Diesen hier werde ich abgeben. Das ist ebenfalls von L'Oréal. Nee, gar nicht wahr. Das ist einer von Revlon. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Revlon Insta Blush in der Farbe Candy Kiss 310. Der ist mir schon wieder so ein bisschen zu pink. Und der hat auch nicht so gut gehalten. Ich habe den mal verwendet, aber ich erinnere mich, dass ich den doch nicht so gut fand. Wollte den nochmal austesten, vielleicht für Drogerievideos verwenden. Deswegen hatte ich den aufbewahrt. Jetzt kommt der weg. Ebenso wie von Pixi bei Petra, dieser Blush hier, den ich auch mal eine Zeit lang verwendet habe, so eine Woche oder so. Dann ist der auch wieder in die Ecke geflogen. Der Multibalm Baby Petal heißt die Farbe. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ist also auch, der ist ein bisschen zu hell für mich. Also wenn ich den hier so hinmache, man sieht den kaum auf meiner gebräunten Haut. Und der ist sehr, sehr leicht. Und so viele Blushes braucht man ja auch wirklich nicht. Und ich gebe noch einen ab, obwohl es ein Geschenk war. Aber ich komme mit diesem Produkt einfach nicht zurecht. Das ist ein High-End-Produkt von Becca. Die heißen Beach Tint. Und die sind sehr gefeiert worden von vielen YouTubern. Ich habe die also schon auch früher in mehreren Videos gesehen. Beach Tint, das ist so ein Cream-Blush und kann man auch auf die Lippen geben. Das hier ist die Farbe Dragon Fruit. Wenn ich davon aber so ein Millimeterchen auf meinen Handrücken tue, habe ich die ganze Hand pink. Das ist wahnsinnig pigmentiert und ich komme mit dieser Konsistenz und mit dieser Art, den aufzutragen, einfach nicht zurecht. Ich habe es wirklich ausprobiert, 3, 4 Mal und sah jedes Mal aus wie ein Clown. Ich komme da nie mit klar. Und deswegen darf der gehen. Vielleicht kommt jemand anders besser damit klar. Schauen wir mal. Hier habe ich einen Blush, den ich mir mal gekauft habe in Cannes am Flughafen. Der ist von Bourjois. Und das ist die Farbe Cyan 85. Ein super schöner Blush. Der ist vor allen Dingen, hat einen kleinen Spiegel drin und ist super schön klein, auch zum Mitnehmen. Hier liebe ich auch die Farbe sehr. Ich zeige sie euch nochmal so ein bisschen von nahem. Ganz, ganz toller Blush und den gebe ich natürlich nicht ab. Der bleibt natürlich auch bei mir. Und hier habe ich wieder zwei, die aussortiert werden. Der eine ist von Astor, auch eine Zeit lang sehr geliebt. Da ist noch so eine Wellenform eingeprägt, die ist schon weggehuddelt von mir. Das ist die Farbe 005 Sunkissed Gold. Die darf gehen. Und dann habe ich hier von Backstage Makeup noch einen, den ich auch eine Zeit lang sehr mochte. Das ist der Powder Blusher in der Farbe 51. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Bezeichnung, wie der heißt. Allerdings ist das mehr so ein Highlighter. Also den habe ich auch irgendwann nicht mehr so gut gesehen auf meiner Haut. Und ich habe den auch gar nicht mehr rausgeholt im letzten Jahr, ebenso wie den von Astor nicht. Und deswegen darf der auch gehen. So, jetzt habe ich hier noch ein paar L'Oréal Blushes. Ich glaube, einen habe ich noch woanders hingelegt. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Das ist die Farbe 120. Rose Santal, die Farbe 90, Rose Eclat und die Farbe 160 Peach. Alle drei ganz, ganz tolle Blushes. Gibt es auch, glaube ich, immer noch in der Drogerie zu kaufen. Die habe ich so zum Teil, einen davon habe ich definitiv gekauft, die anderen habe ich so auf Events mal bekommen oder mir mitnehmen dürfen. Das ist so eine kleine L'Oréal-Sammlung, die ich auch gerne behalten möchte. Ebenso natürlich wie den ganz neuen Life is a Peach Blush, der auch zusätzlich noch nach Pfirsich duftet. Der ist so toll. Und hier ist halt eben unten auch noch ein kleiner Pinsel mit drin und ein Spiegel ist da mit drin. Und der duftet nach Sommer, nach Frucht, so frisch. Und ich liebe den auf meinen Wangen. Der harmoniert sehr schön mit jeglicher Art von Bronzer. Der macht das Ganze einfach nochmal so ein bisschen frischer und ist halt einer meiner neuesten Blushes hier in meiner Sammlung. Der bleibt selbstverständlich. Hier habe ich einen Blush, den ich ganz, ganz toll finde, den ich mir auch nochmal nachkaufen würde. Aber erst wenn mindestens 10 meiner anderen Blushes leer sind, kann also noch 20, 30 Jahre dauern. Der ist von Lancôme. Ein Cushion Blush, subtil, in der Farbe 032 Splash Coral oder Koralle. Da kommt jetzt leider nichts mehr raus. Der ist wirklich leer. Ich habe hier dieses Schwämmchen, was dabei ist, das ist so oft benutzt, es ist schon richtig,
gebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist auf jeden Fall kaputt. Den öffnet man dann hier so und da ist halt so ein Schwämmchen drin, was mit der Farbe getränkt ist. Wenn ich jetzt aber mit dem Schwämmchen reingehe und richtig feste presse, kommt kaum noch was auf meine Wange. Deswegen ist der leer, leider. Und ich muss Adios sagen, der landet also tatsächlich im Mülleimer. Ich habe vorher aber noch ein schönes Bild gemacht. Das hatte ich auch bei Instagram veröffentlicht. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es noch finde. Dann blende ich es euch ein. Ansonsten besucht mich gerne auch bei Instagram unter Mamako Beauty. Da bin ich auch vertreten. Der ist jetzt schon mal der erste, der im Mülleimer landet, einfach weil er leer ist. Dann habe ich hier noch einen von Maybelline. Das ist die Farbe 020 Brown. Maybelline ist so ein bisschen tricky hier zum Öffnen. Der ist aber auch sehr, sehr schön. Und der darf bleiben. Dann habe ich noch mehr von L'Oréal. Und zwar diese beiden Paletten hier. Hätte ich euch eigentlich gerade schon zeigen können bei meiner kleinen L'Oréal-Sammlung. Hier finde ich beide Paletten super. Das eine ist die Farbe Amber. Ich habe euch die mal aufgemacht. Also das hier ist die Farbe Amber. So meine bevorzugte Farbe eigentlich. Und das hier ist die Farbe Pinks oder Pinkies oder so. Pinks heißen die. Beide schön. Beides tolle Paletten, wobei ich Pink nicht so mag, aber der unterste Ton hier, der ist so toll, den habe ich so häufig benutzt, der ist mehr so Pink-Aprikot, finde ich super. Deswegen behalte ich die beide. Mal gucken, ein Jahr später, ob ich die dann wirklich noch benutze. Vielleicht kommt dann doch eine davon weg, das weiß ich noch nicht so genau. Schauen wir mal. Dann habe ich hier ein Produkt, auf das ich tatsächlich damals lange gespart hatte. Das ist von Benefit, der Blush in der Farbe Coralista. Ich hatte hin und her überlegt, ob ich mir den bestellen soll oder nicht. Und Koralle ist so meine Blushfarbe und damals, der hat 30 € gekostet oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Das war wirklich eine Rieseninvestition für mich und deswegen habe ich den schon viele, viele Jahre. Hier seht ihr ihn. Viel zu hell für mich. Ich bin meistens doch zu dunkel für diesen Blush, aber der hat einen super schönen Schein. Hier seht ihr ihn auf meinen Fingern. Also der ist total hell, ne? Den kann man aber auch schön auf dem Augenlid tragen. Man sieht ihn leider nicht, aber den hebe ich aus nostalgischen Gründen auf. Der riecht auch immer noch gut. Also der riecht immer noch frisch und gut. Und ich wünsche mir irgendwann mal von Benefit diesen Rocateur. Der ist so ein bisschen kräftiger und rosenholzartiger in der Farbe. Aber der bleibt trotzdem. Wie gesagt, ich habe wirklich so ein paar Schätzchen, die ich aus nostalgischen Gründen aufhebe. Ich habe eine große Sammlung, ich habe viel Platz hier und ich glaube, dann darf ich das auch. Möchte ich mal so behaupten. Ach, guck mal. Ich habe hier noch. Hier ist der Blush, den ich vorhin nicht gezeigt hatte in meiner L'Oréal-Sammlung. Das ist die Nummer 200. Golden Amber. Das ist ein Dupe zu einem Chanel Blush, den ich auch hier habe, der auch hier bleibt. Den habe ich nur bei meiner kleinen Chanel-Sammlung einsortiert. Die Farbe heißt Canaille 89, glaube ich. Und der hier sieht genauso aus. Den hatte ich euch auch schon mehrfach als Dupe vorgestellt. Also ich habe jetzt vier Blushes von L'Oréal plus der neue Life is a Peach plus die beiden Paletten, die ich euch gezeigt hatte, die alle bleiben dürfen. Der Klassiker unter den Rouges, der darf auch bleiben. Das ist eine Mini-Version von diesem Blush. Das ist von NARS. Die Farbe Orgasm. Ich glaube, es wurde über keinen Rouge dieser Welt mehr gesprochen als über Orgasm. Wahrscheinlich auch wegen dem Namen. Es ist ein wunderschönes, goldiges Pink mit goldenen Glitzerpartikeln drin. Wie gesagt, das hier ist die Mini-Version. Und die Marke NARS gibt es jetzt aktuell auch bei Douglas zu kaufen. Nur zur Information, falls ihr schon immer mal was von NARS haben wolltet, nicht wusstet, wie ihr drankommt, bei Douglas gibt es die Marke jetzt. Ausgewählte Produkte, nicht das ganze Sortiment. Aber ja, sehr schöner Blush, den ich jetzt an meinen Schminkplatz legen werde, weil ich den mal wieder häufiger verwenden möchte. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte von NYX, die beide toll zu meiner Haut passen, die auch beide bleiben dürfen. Einmal die Farbe Bronzed und einmal die Farbe Deeply Plum. Die hatte ich beide mal gekauft für ein One-Brand-Make-Up-Tutorial von und mit NYX. Und alles, was ihr bei mir von NYX seht, habe ich auch selbst gekauft. Die haben mir noch nie was zugeschickt, also das ist immer alles selbst gekauft. Wie gesagt, beide Farben toll, die halten schön auf den Wangen, sehen toll aus und deswegen dürfen die auch bleiben, auch für Drogerie-Tutorials, die demnächst kommen werden und so weiter. Da muss ich ja auch immer dran denken, ne? Wenn ich mal so Tutorials mache oder so, brauche ich vielleicht auch mal verschiedene Farben. Das ist auch der Grund, warum ich manche Sachen aufbewahre, obwohl ich sie nicht täglich oder nicht so häufig benutze. Ich habe jetzt hier noch in meiner Sammlung, nicht mehr ganz so viel, zwei Blushes von Max Factor. Das sind diese beiden, die waren mal auch total in. Die habe ich auch eine Zeit lang beide viel verwendet und zwar einmal die Farbe Seductive Pink. Da könnte man jetzt meinen, den sieht man überhaupt nicht bei mir, den hat man aber trotzdem immer gesehen, haben einen schönen Schimmer, sind aus der Drogerie, nicht ganz so teuer und wirklich tolle Qualität, also behalte ich auch. Und die Farbe Alluring Rose.
Das ist dieser hier. Der ist schon wieder so ein bisschen mehr ins Bronzige gehend. Ein wunderschöner Farbton und beide dürfen bleiben. Und über die Jahre zusammengekauft, meine Blushes von Milani. Der erste, den ich hatte, das ist die Farbe 05 Luminoso. Ein wunderschöner peachfarbener Blush mit einem ganz tollen Shine. Den aufgetragen auf die Wangen ersetzt er auch gleichzeitig den Highlighter. Eine traumhafte Farbe. Luminoso ist ganz, ganz toll. Dann hatte ich mir mal irgendwann die Farbe 08 Coralina gekauft. Der ist ein bisschen kräftiger im Ton, noch als Luminoso. Und ein bisschen mehr Glitzerpartikel hat er, also so ein bisschen krasser. Auch wunderschöner Blush. Und dann habe ich noch, auch viel benutzt von mir, die Farbe 02 Rose d'Oro. Das ist dieser hier. Der ist noch ein bisschen kräftiger im Ton als der. Also ich werde hier immer dunkler. Und die dunkelste Farbe von Milani, die ich habe, ist die 03 Berry Amore. Das ist ein ganz toller Blush für den Herbst. Also der passt zu ganz vielen Herbstlooks, ist super schön. Und alle vier sind toll auf den Wangen. Milani habe ich mir auch alle bestellt über Amazon. Ich mache hier die Dinger alle zu. Entschuldigung, ich klack euch hier voll. Und die hebe ich halt immer auf hier in so einem Behälter. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist nämlich von so einer Packung Ferrero Rocher, dieses Ding. Und da passen diese Blushes super rein. Da kann man die schön reinsortieren. Zusätzlich hatte ich immer noch die zwei von Max Factor hier mit drin. Ich finde es ganz gut, so als Aufbewahrungsmöglichkeit. Kleiner Tipp am Rande. Hier ist noch ein Blush aus der Drogerie von der Marke Love Cosmetics. Das ist die Farbe 0. Ich brauche eine Brille. 050 Mystic Sand. Den habe ich jetzt in der letzten Zeit sehr gerne getragen. Schon fast auch wieder so Bronzerfarbe. Aber so ein bisschen ins Peachy gehend. Kein Pinkstich drin. Der ist ganz, ganz toll auf den Wangen. Mag ich auch super gerne. Der bleibt natürlich auch. Und die Blushes, die ich wohl mit am häufigsten benutze, ist meine Palette von MAC, die ich mir zusammengestellt habe. Hier habe ich diverse Farben drin. Unter anderem ein Puder zum Setten ist hier noch mit drin, aber die Farbe Margin, der ist super schön schimmernd auf den Wangen, braucht jede Frau im Schrank. Das ist einfach so. Margin ist der Blush, der auch gleichzeitig highlightet, der ist wunderschön. Nebenan seht ihr Desert Rose, auch eine wunderschöne Farbe. Nicht ganz so pink, so ein bisschen mehr ins Rosenholz, super schön. Das hier ist Harmony, ein toller Ton zum Konturieren auch, aber auch zum Blushen und gleichzeitig kann man auch so ein bisschen damit bronzen. Der ist einfach sehr schön. In der Mitte hier unten ist Coppertone. Den mag ich auch sehr gerne. Und hier außen ist Sincere. Ich weiß die Farben alle auswendig. Schlimm genug. Einer meiner liebsten Blushes der letzten Zeit ist aus der Drogerie. Recht günstig zu haben von Manhattan. Der Powder Rouge in der Farbe, nee, Powder Rouge Tender Touch heißt der so. In der Farbe Golden Brown 39W. Ein ganz, ganz toller Ton für die Wangen. Auch so wieder in die Richtung Bronzer gehend, aber schimmrig. Super toll. Würde ich jederzeit empfehlen, jederzeit nachkaufen. Das ist wirklich einer meiner liebsten Blushes gewesen. Und weil ich den so oft verwendet habe in der letzten Zeit, bleibt er natürlich da und kommt jetzt aber erstmal zur Seite, weil ich dafür mir was anderes an meinen Schminkplatz lege. Das nutze ich immer aus, wenn ich so ein bisschen ausmiste, dass ich so alte Schätze wiederentdecke für mich, die ich dann mal wieder verwenden kann und geliebte Sachen, die schon Wochen und Monate lang an meinem Schminkplatz liegen, so für jeden Tag, dann mal wieder in den Hintergrund rücken dürfen. Und noch ein Blush, den ich auf Mallorca gekauft hatte. Der ist von Coral Deli Plus. Den habe ich da im Supermarkt gekauft. Ist die Farbe Nummer 04, Colorette Coral. So heißt der. Ein super schöner koralliger Blush. Für den Sommer war der ganz toll. Ist der ganz toll. Und der bleibt auch. Und das war's. Jetzt habt ihr meine komplette Blush-Sammlung gesehen. Ich habe ein bisschen ausgemistet, aber nicht ganz so dolle. Also ihr seht hier die ausgemisteten Sachen nochmal auf einen Blick. Die habe ich jetzt hier reingepackt. Die kommen jetzt in meine ausgemistete Kiste. Und ja, es ist natürlich einiges geblieben. Wahrscheinlich mehr als bei allen anderen Menschen so. Ja, das liegt aber bei mir auch wirklich daran, dass ich viele Videos drehe und immer mal so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten auch brauche. Das ist auch der Grund, warum ich das eine oder andere tatsächlich dann doch noch verwahre. Aus dem Grund, weil ich denke, das brauchst du vielleicht nochmal für ein High-End-Video oder für ein Drogerie-Video oder für einen bestimmten Look, dass ich dann doch nochmal die Pinks aufhebe oder Cream-Blushes aufhebe, die ich vielleicht normalerweise sonst aussortiert hätte. Das nur nochmal so zur Erklärung. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne und häufig ausmistet oder ob ihr sagt, nee, ich bin mehr so ein Hamster-Sammler. So ein bisschen so wie du, so wie ich jetzt also. Und naja.
Okay, Blushes, ich bin nicht so ein Freund von Blushes. Bronzer sind da mehr so meine Leidenschaft. Da werde ich wahrscheinlich wieder zähneknirschend zwei aussortieren oder so. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, ihr freut euch über dieses Video und auch über das nächste, wenn ich weiter aussortieren werde. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.